Hallo? Merkt ihr was? Nee? Naja, wir sind bei mir im Büro. Das erste Mal, seitdem wir diese Aktion fahren, das erste Mal, seitdem das Wirtschaftsforum Rees die Wirtschaft in Rees unterstützt, sind wir draußen. Also jetzt nicht, ich war vorher schon mal einkaufen, aber das erste Mal nehmen wir woanders auf. Und wo? Ich gehe mal zur Seite. Beim Dirk Salzede im Hotel Rheinpark hier in Rees. Rees, wir kommen mal rüber. Weil wir heute zusammen die Lösung ziehen, die Losung, Verlosung machen und, hatte ich ja letzte Tage angekündigt, wir haben noch eine Überraschung. Und das ist der Grund, warum wir hier sind. So, und Dirk ist heute meine Losfee. Fünf haben wieder mitgemacht. Ne? Ihr kennt das Spielchen. Heute, dieses Mal war das Thema Gastro. Wir machen nur noch Gastro. Ja, aber der Dirk zieht jetzt die erste Gewinnerin, den ersten Gewinner. Dirk, greif mal rein. Gerne. So. Der erste Gewinner heute Genau. ist Birgit Naves. Birgit Naves. Die kenne ich schon, die war schon ein paar Mal dabei. Birgit, herzlichen Glückwunsch. Immer abwechselnd bei euch. So, aber wir haben noch jemanden hier. Noch vier Stück sind da. Nochmal, Dirk. Komm ruhig ins Bild, dann sehen die Na klar, Menschen mit in Mundschutz. ganz Rees. Wir Nicht, weil halten das ist wichtig. Abstand. So, oh mein Gott, das ist aber hier wirklich. Na? Matthias Krämer. Ich übersetze mal wegen der Maske. Matthias Krämer gewonnen. Ja? 15 Euro für Birgit Naves, 15 Euro für Matthias Krämer. Warum? Naja, die haben Gastrobelege eingeschickt, weil sie über 30 Euro verzehrt haben seit Mittwoch. Sind gut genährt und deswegen beteiligt sich das Wirtschaftsforum Rees mit 15 Euro daran. Übrigens, der Dirk Salzeder ist nicht nur Chef vom Rheinparkhotel, der Dirk Salzeder ist aktuell auch Chef vom Wirtschaftsforum Rees. Perfekt. Und jetzt lassen wir die Katze aus dem Sack. Genau. Dirk. Super. Ich nehme jetzt mal die Maske etwas ab. Schönen guten Tag, Rees. Schönes Wochenende. Und zwar kommt jetzt Folgendes. Nächste Woche geht es los und zwar in unserem Aldis Markt. Was hat es mit Aldis Markt auf sich? Unser Azubi-Team aus Rees und aus unserem Hotel in Neukirchen-Flüen hat sich in den letzten Tagen daran gemacht, einen Supermarkt mit Hotelartikeln aufzubauen, der bei uns im Hotel stattfinden wird. Und zwar wann? Nächste Woche Dienstag bis Samstag von jeweils 10 bis 16 Uhr. Wir haben typische Hotelartikel bei uns wie Cocktails, Swimmingpool, was haben wir noch? Tenno, leckeren Cava aus Griechenland, den Ouzo. Und Und allseits beliebt, mit der Goldkante kann man nie genug von haben. Also zumindest die Leute, die ich damit gesehen habe, gibt alles hier. Wann nochmal? es geht los, kommenden Dienstag um 10 Uhr und endet jeweils um 16 Uhr. Wir haben natürlich ganz faire Preise für diesen Verkauf von Hotelartikeln. Also lohnt sich ein Besuch. Und ja, wir freuen uns auf euch. Perfekt. Bevor die Jubelarie losgeht, nochmal die Challenge für Samstag. Also heute ist ja Samstag, Zweiter, ne? Zweiter, Zweiter, Fünfter? genau. Genau. Bis Dienstag 23:59 Uhr. Und Dienstag müsste der Sechste sein, ne? Das ist der Kann man Sechste. das nicht merken. Also bis Dienstag 23:59 Uhr, der 6.5., geht es wieder um das Thema Gastro. Wenn ihr einen Beleg schickt, der größer ist als 30 Euro, dann beteiligt sich das WIFO wieder mit 15 Euro und die Belege von ihm gelten natürlich auch. Natürlich. Ja, die gelten auch. Wenn ihr einen habt und mitspielen wollt, dialog@wifo-rees.de, dialog@wifo-rees.de oder per WhatsApp geht noch schneller, 0163 700 7676. Vielen Dank, sagt der Frank, aber auch das ganze Aldering-Team hier in Rees. Werdet mal laut, hey! Genau. Vielen Dank, bis bald.